Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu The Division. Ja, letztes Mal haben wir den Chef der Sicherheitsabteilung gerettet und jetzt ist er in unserer Operationsbasis auch der Sicherheitsflügel aufgebaut. Jetzt habe ich hier noch einen Kampf, wo ich bin, gemacht und wollte jetzt als nächstes mal hier dieses Hudson Flüchtlingslager machen. Schwierigkeitsgrad halten. Ah, ist nur normal und Ding so. Also, Gegnerstufe 7. Schwierigkeitsgrad normal. Infizierte Zivilisten haben in einem Lager an den Hudson Bahndepot Zuflucht gesucht. Schützen Sie die Zivilisten, damit Dr. Kendall und ihr Stab wichtige Blutproben nehmen können. Und das machen wir jetzt. Über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Aber natürlich, das mache ich. Hudson Flüchtlingslager. Man sollte auch drücken. So. Moin. Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verdammt. Da hinten sind, glaube ich, Cleaner. Ich glaube, dass da hinten sind Cleaner. Oder das sind Flüchtlinge. Mal schauen. Erfasse ein Echo in der Nähe. Echo aktiviert. Okay. Mikrochipdaten. Oh, ekelhaft. Oh, ich glaube, ich werde krank. Hey, okay. Das oder gar nichts. Okay. Interessant. Oh oh. Das sind tatsächlich Cleaner. Viel Spaß. Nein, geh doch in Deckung, meine Herren. Viel Spaß. So. Nein, du wirfst hier mit keiner. Sei. Ach, so ein Typ. Auch noch. So, die Cleaner. Und tschüss. Boom. Wie gesagt, und tschüss. So. Oh oh.
mich meine Arbeit tun. Natürlich darfst du deine Arbeit nicht tun. Weil deine Arbeit behindert ja, oder sagen wir es mal so, behindert nicht, sondern du willst, dass ich verbrenne? Aber erstmal bauen wir. Erstmal du. Du Drecksvieh. Viel Spaß. Du kannst dich vor meinem Geschütz nicht verstecken. Agent, ich muss Ihnen etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, Sie glauben doch nicht. Doch. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Viel Glück, Agent. Danke. Sehr aufmunternde Worte, Leute. Sehr aufmunternde Worte. Ein Healthpack. Healthpack nehmen wir gerne. Healthpacks nehmen wir doch gerne. Ich muss aufpassen. Weil das sind alles hier so eine explosiven Fässer, die roten. Und ich habe dann null Bock auf irgendwelche Checkpoint. Das ist schon mal okay. Scheiße. Die Drecksau. Gott. Diese. Gott, da drüben ist auch gleich noch eine Bombe. Gott. Schön draufballern. Wird ja. So, ich muss nur warten, bis hier halt safe ist, durchzugehen. Kontamination steigt. Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Ja. Candle, Ende. Ach so, das wird auch schon als Bedrohung dargestellt. Das hier. Okay. Feindliche Cleaner aus Märzen, okay. Ganz vorsichtig. So. Bedrohungen. Das sind aber ja diese Dinger, die hier als Bedrohung noch dargestellt werden. Splittergranate. Ich nehme mal hier
glaube ich, ein bisschen besser, wenn ich hier auch ein bisschen versuche, safe durchzugehen. Dachte ich mir, dass hier noch nämlich noch welche sind. Zack. Kuckuck. Da. Tschak. So, schön. Weiter. Irgendwo piept es noch. Da. Ah, hier vorne. Vielleicht mal hier vorne noch. So. Yep. Stopp. Hier ist noch ein Kofferchen zum Öffnen. Okay. Oder auch nicht, weil ich hier nicht reinkomme. Na toll. Okay, wieder außenrum. Okay, so, dann wollen wir mal. Mal kurz schauen. Da vorne. Zack. Zwei Bedrohungen. Scheiße. Hallöchen. Sorry für die kleinen Umständlichkeiten. Aber ich müsste euch dann mal retten, ne? Moin. Hallöchen. Brauchst du was? Nee? Okay, dann nicht. Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Chemische... Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zeltstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Ja, das werde ich auch. Müssen die Riegel, okay. Da hinten ist noch ein Köfferchen, was ich... Irgendwo hier ist noch ein Koffer. Irgendwo hier da. Die sehen nicht nach Sarah aus. Die Sarah-Leute tragen keine Uniform. Und ganz sicher auch keine Waffen. Sarah hat schon vor Wochen eingepackt. Und wer verdammt nochmal sind die dann? Das sind Lina. Oder meinst du mich? Wofür sind wohl diese Rohre? Was es auch ist, gut ist es nicht. So, auffüllen. Siehst du das? Scheiße, Alter. Wir müssen hier so schnell wie möglich. Wenn wir uns rühren, pusten die uns einfach weg. Okay. Nicht rühren, pusten wir uns auch weg. Scheiße. Hier vorne, vier Leute. Okay. Guck. Puh.
Schönes Ding. Scheiße. Viel Spaß damit. Scheiße, da will sich einer um mich herum. Hat jemand vorgehabt, sich um mich herum versuchen, sich aufzuteilen. Die Drecksäue. So, komm. Nichts hier von wegen aufteilen oder so. Ich schieß dir den scheiß Schädel weg. Komm hoch! Alter. Nicht nett. So. Alter, da hat die Drecksau sich also hinterzogen. So. Gott. Hehehe. So. Brauche ich erstmal. Viel Spaß. Boom. Okay. Und tschüss. Mein Freund. So. Alter, du scheiß Zivilist. Renn doch nicht in die Schüsse rein. Gott. Komm hoch. Komm. Okay. So wie ich das sehe, gibt es hier nämlich noch mehr von unseren Freunden. Ich habe hier nämlich hier nebenbei null Bock. Auf irgendwelche Überraschungen. Deswegen gehe ich jetzt mal hier hoch. Denn irgendwo müsste unbedingt auf jeden Fall noch ein Geschütz stehen. Das weiß ich. Das vermute ich schon. So, schauen wir mal. Keine Bedrohung gefunden? Super. Dann kann ich sammeln gehen. Ein paar Schuhe. Limonitioner.